Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Europa Universalis 4. Wir sind aus drei Kontrahenten, so zwei Kontrahenten und ein Anhängsel geworden, aber es war von vornherein mehr oder weniger klar. Das Anhängsel ist Günther Shadow, der Sultan von Multan. Ja, hallo Günther. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und ich sag's noch einmal, Sava Gatahai. Und war natürlich nur Spaß, er ist einer der Global Player hier. Der andere Global Player ist Legendary Marvin. Seinen legendären Status hat er schon im Namen. Hallo Marvin. Sehr, sehr geil. Wie läuft's mit Kam? Und Kam läuft super, Ming ist das Problem. Ming, da hast du dich natürlich, ich mach mal weiter. Da hast du dich natürlich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber du hast mir gerade erklärt, warum das möglich ist, weil die KI Ming nicht spielen kann. Genau, das trifft es ganz gut. Das ist so die Essenz des Problems. Es gibt drei Fraktionen, wenn man die Ming spielt. Genau, es gibt, die Ming haben halt sehr, sehr viele starke Mali auf sehr, sehr viele Sachen. Und man muss halt die Fraktionen man muss noch Machtpunkte einsetzen, dann kann man die Fraktion an die Macht bringen. Mhm. Und zum Beispiel die Templer-Fraktion wäre dafür zuständig, ihre Mali auf Militär auszugleichen, die zum Beispiel hier jetzt minus 10% Disziplin sind, was schon einiges ausmacht. Mhm. Und dadurch, dass die KI das nicht kann, hat sie halt jetzt nur 90% Disziplin. Ich habe 100, ich habe 5% plus, also habe ich Disziplinvorteil. Ist schon einiges, vor allem, weil sich aus Disziplin ja auch der Taktikwert errechnet, unter anderem. Stimmt, man kann Taktik Disziplin, das habe ich vorher vergessen. Ah, siehst du? Und dann habe ich noch einen Taktikvorteil, weil ich ihn technologisch überlegen bin, was natürlich nochmal reinhaut, also... Es ist halt wirklich eindeutig Qualität gegen Quantität, was ich hier mit den Ming mache. Weil ich habe ja doch deutlich weniger Truppen als sie gehabt zu Anfang. Und natürlich auch deine Militärtechnologie ist um zwei größer. Ja, ist noch eins inzwischen erforscht, leider Gottes. Ha, und da haben wir einen Vibe gekriegt, sehr schön. Ming ist runter auf 23.000. Sehr schön. Oh Mann, dann werden die ganz schön bluten, oder? Ja, ja. Und das Tolle ist, wenn ich habe jetzt noch Kamm unter Belagerung und die unter Belagerung. 100% haben. Koch macht gar nichts, sie hocken nie. Ist göttlich. Wow. Das wird jetzt schief laufen können. Wenn das kennt, genau. Ich habe es jetzt nicht ganz akustisch verstanden, aber also, ich habe nur gehört, was schief laufen und Günner und bitte? Nee, mein Vasall hockt halt mit seinen 10.000 Mann in seinem eigenen Land rum und tut nichts. Ah, okay. Ah. Ich kann nicht mehr. Marvin, du hakelst gerade so ein bisschen. Genau. Vergisst du wieder auf die Push-to-Talk-Taste zu drücken? Eigentlich? Komisch. Naja. Überhaupt nicht erklärt. Naja, ein bisschen Lagging ist in Ordnung. Nein. Ah, fuck. Jetzt habe ich mal wieder was verpennt. Dann komm, dann lauf da direkt rein. Shakan, ist es auf unserer Seite? Wir waren doch eben noch mit denen im Krieg. Hast du sie vassalisiert? Ja, ja, klar. Krieg von der Weltpolitik schon gar nichts mehr mit. So soll das aussehen, ne? Ich finde die Flagge von Shakan einfach zu gut. Sieht aus wie so ein Testbild von der Ferne. So ein bisschen auf jeden Fall. Ja, gut, Revolten sind alle wieder rückläufig. So soll das aussehen. Ja, das mit den Ausfällen kriegt die KI auch noch nicht so hin, ne? Also, das läuft noch nicht so ganz. Kriegt sie nicht hin, ist schön gesagt, sie benutzt sie nicht. Es wäre cool, wenn sie sie benutzen würde, weil dann könnte ich den Schmarrn hier nicht machen mit den Blündern. Das stimmt allerdings, ne? Das ist immer so ein kleiner Vorteil, den man dann da hat, ne? Schmarren, das ist ein wunderschönes bayerisches Wort, was außerhalb von Bayern niemand benutzt, aber jeder kennt. Hast du nie einen Kaiserschmarrn bestellt? Tatsächlich habe ich noch nie einen Kaiserschmarrn bestellt, nee. Verdammt. Es gibt übrigens einen ganz legendären Sketch von Gerhard Polt, der einen Kaiserschmarrn bestellt in einem Restaurant und er wünscht sich Narratia del Imperatore. Die Spinnerei des Kaisers. Sehr schön. Ah.
Manis wollen schon ein Friedensangebot. Mhm. Gibt es da eigentlich ein hochdeutsches Wort dafür? Zerfetzte Kaiser, Pfannkuchen. Kaiser, mit Puderzucker drüber. Pfannkuchen-Massaker. Jetzt immerhin der Vorteil, wenn mein Herrscher stirbt, dann der Ruf des Sultans wird beschädigt. Okay. Sultan hat keinen Ruf zum Beschädigen. Das ist der Ruf erst ingeniert. Ja, aber hallo. Yeah, ich habe ein 100 Armee Tradition General bekommen. Oh, schön. So, Vijay Nagara, dann mal viel Spaß mit deiner einen Provinz, die du da gerade belagert hast. Wie? General? Vijay Nagara hatte da ja einen Krieg am Laufen und ich habe einfach mal alle anderen Provinzen von Bahmanis belagert und das Schöne ist, jetzt können sie ihr Kriegsziel nicht durchsetzen und kriegen keinen Warscore. So, wo laufen denn hier noch mögliche Revolten? Eigentlich gar keine, ne? Evangelische Nationalisten Oberdorf. Achso, weil ich das Ding gerade missionieren muss, ne? Ach, und dich habe ich jetzt auch gekriegt. Ja, das ist ja auch coolstens. Sache. Leute, das läuft ja wie am Schnürchen. Ja, vielleicht, wenn ich Pech habe, werden sie Orissa belagern. Läuft. Ja, vielleicht, wenn läuft sie Orissa noch annektieren. Ja, also es geht, läuft ganz, ganz okay. Ich hätte ja gerne, dass Bahmanis Orissa mit in den Krieg ruft, damit ich Orissa noch irgendwie vasalisieren und dann hochfieden kann, aber da muss ich jetzt ein bisschen umdisponieren. Aufnahme, das wird auch noch gehen. Ich muss mir langsam mal überlegen, was ich eigentlich von den Ming haben will und ob ich mir eventuell noch einen Vasallen holen kann, weil ich eigentlich eh schon viel zu viele habe, das ist das Problem. Golf soll ich auch schauen, wie viel ich nehme, nachdem Ming ja nicht Co-Kriegsziel ist in diesem Krieg? Da merkt man, wie mächtig ich plündere. In dem Moment, wo ich nichts plündere, verliere ich halt 13 Dukaten im Monat. Hast du so viel Truppen momentan? Ich habe halt einen Haufen Söldner, die halt alle über meinem Truppenlimit sind noch zusätzlich. Ah, okay. Ja, das ist dann ein teurer Spaß. Söldner 6,6, Truppenlimit überschritten 11,2. Aber läuft der jetzt wieder ganz gut bei dir? Kam, ja, läuft alles. Und Assam ist gleich wieder frei. Läuft viel zu gut bei dir. Läuft viel zu gut bei dir. Bin ich vollkommen anderer Meinung. Ich habe noch keinen Spieler vasalisiert. Läuft bei Marvin. Ja, ich hätte doch auf jeden Fall irgendwie Spionage-Ideen nehmen müssen, um jetzt hier Rebellen zu schüren. Nee, Quatsch. Spaß beiseite, das ist totaler Schwachsinn. Sollen wir mit der Geschwindigkeit auf 3 gehen? Ja. So gut läuft es doch nicht. Nee? Okay. Bei mir läuft es ganz gut dafür. Oh, Spanien frisst sich nach Frankreich hoch. Ist das heftig? Die haben Poitou, die Gascogne und Labour. Ah, das ist in der Tat sehr, sehr cool. Kastilien killt Frankreich, sehr schön. Und Connacht hat irgendwie beinahe Irland komplett. Wie sieht's denn sonst so aus? Böhmen erobert fleißig, Brandenburg ist relativ groß geworden. Dänemark streckt auch die Finger nach links und rechts aus. Haben sie Norwegen gefressen? Ist unabhängig. Nee, Schweden frisst Norwegen gerade. Moskau. Vielleicht wollen wir mit dir die Beziehungen verbessern, damit wir ein Partner gegen Usbekistan noch haben. Das könnte noch was sein. Usbekistan hat übrigens eine gemeinsame Grenze mit Persien. Das gefällt mir nicht so gut. Gar nicht gerne.
führt Personalunion mit Zirkassien an. So, 99 Kriegsstand gegen Bachmanis. Sollte das sein? So. Ah, jetzt weiß ich auch, warum Mings Armee weg ist. Die wurden Jurkenstelle. Einiges. Ich dachte mir gerade, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Meine Fresse, die Mingen haben sich aber auch ganz schön. Ja, die haben sich aber auch ganz schön nach Norden ausgedehnt, ne? Ja, die haben irgendwie von Haxi haben sie einiges geholt. Deswegen läuft in ihrer Armee nicht mehr rum, weil sie gegen mich schon gar nicht. Sie kämpfen nur gegen die im Norden. Ich habe, glaube ich, auch keine Meldung gekriegt, und ich habe es wahrscheinlich viel zu schnell weggeklickt. Das passiert ganz gerne mal. Ich habe eine Überlegenheit demonstrieren, Kriegsgrund gegen Vijayanagara. How come? Ach so, weil die Warangal besetzt halten wahrscheinlich. Okay, ich glaube, mein Vasall ist kaputt. Er bekämpft nicht mal Rebellen auf seinem eigenen Land. Oho. Das ist schon eine erhöhte Form der Passivität. Das ist übrigens eine der Sachen, wenn Vasallen einen wirklich nicht leiden können in Eldorado mit dem hohen Freiheitsbestreber. Ich glaube, ab helfen sie nicht mehr in Kriegen. Dann verteidigen sie nur noch ihre eigenen Provinzen. Ah, aber sie ziehen nicht mehr in die Offensive. Also dann machen sie gar nicht so viel mehr als sonst auch. Genau. Dann verteidigen sie endlich mal ihre eigenen Provinzen. Im Gegensatz zu vorher. Mhm. So, und jetzt habe ich 100% gegen das gesamte Bündnisballkampf vollkommen belagert ist. Nice. Deswegen kann ich auch von Ming einiges nehmen. Sehr schön. Oh. Das ist eigentlich fast schon Cheating. Fast schon Cheating. Aber du hast von Ming momentan nur 2 Provinzen, ne? Naja, ich rede doch hauptsächlich darum, dass ich Dali seine ganzen Kernprovinzen zurückerobere. Ich habe gerade die Mission, häuft Geld an, mehr als 175. Wäre es möglich, dass mir jemand 120 schickt und ich schicke sie ihm zurück? Gilt das? Können wir machen. Akzeptiert das Spiel? Obwohl, warte mal kurz. Ja, ich schicke dir gleich was. Ja, dadurch werden ja die Beziehungen schon wieder verbessert, ne? Nee, die sind schon. Die habe ich schon mal verbessert. Noch mit Timuriden? 27. Auch ein lustiger Friedensvertrag mit Kam, wo ich von Kam nichts nehme. Kann man die Beziehungsverbesserung damit nicht künstlich immer weiter erhöhen, wenn man sich Geld hin und her schickt? Das ist ein Maximum von 25 in 60 Monaten, von daher. Ah, okay. Ist das jetzt nicht so spannend? Ich habe leider schon Ruf nach Frieden, das ist nicht cool. Kann ich gar nicht brauchen. Ja, vor allen Dingen Kriegsmüdigkeit geht echt momentan extremst auf die Revoltenrisiken und so. Mhm. Ich will meine diplomatische Macht auch nicht dafür ausgeben. Aber ich werde wahrscheinlich gleich einen Frieden machen, nehme ich fast mal an. So, Egonson, wie viel willst du jetzt haben? Ich brauche nur noch 100. Okay. Und hat's geklappt? Ja, ich denke. Ja, also ist halt angekommen. Muss einen Tick abwarten, ne, wahrscheinlich. Ah, Pause, ja. Ich nehm die Pausen schon gar nicht mehr wahr. Ich akzeptiere, dass es jetzt mein Leben ist, auf euch beiden zu warten, aber... Ich brauche nur noch einen Moment.
Nur noch kurz überlegen, wie ich diesen dummen Friedensvertrag organisiere. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, hat geklappt. Das heißt Cheaten. Aber noch cheatiger wäre es, wenn es jetzt einfach nicht mehr zurücksenden würde. Das wäre richtig gecheatet. Söldner. Ja, krass, Vijayanagara, die echt vasalisiert. Heftig. Worum? Wo war da jetzt hier was? Kundus? Ne, das läuft. Läuft auch. Ey, feine Sache. Ja, dann werden wir mal Warangal belagern. Jayanagara hat, glaube ich, nicht so eine große Armee, ne? Egonson, was willst du denn von denen haben, wenn wir gegen die Krieg führen? Ah, die haben ein Ich Embargo gegen mich verhängt. Oh, apropos, das könnte ich auch mal noch. mag keinen Krieg führen. Wobei mit dem neuen Supergeneral. Aber meine Rekrutenreserve ist halt ständig völlig gebeutelt. Gegen Vijayanagara. Oder Vijayanagara. Jayanagara, Ja, die drei Küstenprovinzen wären schon nice. ja. Geht, ne? Vor allem Goa. Aber es wird ja keine Alternative dazu geben. Dein Machthunger wird. Boah, willst du auch nur aus ideologischen Gründen haben, ne? Oder wie war das nochmal? Genau, damit ich mich da zur Ruhe setzen kann, den ganzen Tag nur Die halluzinogene Hippie, Drogen zu mir nehmen. die Hippie-Kommune. Und genau. Wir haben 25 Regimenter. Aber die sind mit Assam verbündet. So, so. Assam, überlegst Da kommen die ersten Spannungen auf. gut. Oh, er hat Dali freigelassen. Ah, Nicht, interessant. Dali hatte ich schon, habe ich schon lange, ich habe ihm nur Kernbrunzen Ah, du gegeben. hast ihn die. Ah, das waren die Cores von denen. Ah. Oh, Kalkar hat sich freigemacht. Okay, jetzt müssten die Euraten aber dann auch nächsten Monat als Rivalen eigentlich bei mir verschwinden. Bringt es was, in die Stabilität zu investieren, wenn man schon plus ein Stabilität hat? Sind die positiven Auswirkungen dadurch die 140 administrative Macht wert? Der Na gut. Handelseinfluss, der Steuermodifikator? Das hängt ja meistens auch von dir ab. Zum Beispiel, ob Ja. du die niedrige Unruhe brauchst. Eigentlich nicht mehr. Es ist, wobei, hier kann schon wieder ein. Ah, Tooltip, komm her. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug. Ich glaube, dass diese Katastrophe gar nicht wirklich existiert. Ich möchte es nicht glauben. Nö, ich passe lieber auf und Hast investiere du mal nur lieber in Geschwindigkeitsstufe Technologie. 3? Ja.
Marvin, ist okay mit dir? Ja, der Krieg bei Marvin ist ja vorbei, ne? Leider hat mein Anführer 6 Fernkampf, nur 3 Nahkampf. Ist es richtig, dass in der frühen Phase des Spiels der Nahkampf viel wichtiger ist als der Fernkampf? Ja. Also solange du jetzt noch keine großartigen Kanonen und so hast, finde ich auf jeden Fall noch der interessantere Wert. Okay. Also würde ich eher einen General behalten, der Nahkampf hat. Genau, der jetzt 0-2-0-0 statt 2-0-2-2. Also der 2 Nahkampfpunkte hat und sonst nix, der ist besser als einer, der keine Nahkampfpunkte hat und wahrscheinlich sonst überall gut ist. Okay. Wieder was gelernt heute. Mache ich denn hier jetzt am besten? Aber das ist eigentlich ganz sinnvoll. Vijayanagara gerade hat sich einer Koalition gegen uns angeschlossen. Wer ist da noch alles dabei? Keiner. Und wenn er kommt, dann laufen wir. So. Heißt es eigentlich immer noch, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann oder ist es heute politisch korrekter? Schon lange nicht mehr gehört, muss ich gestehen. In Mainz gibt es ja die lange überfällige und schon wieder da eine Diskussion um den stadtbekannten Fassenach da Ernst Neger, der wirklich so mit Nachnamen heißt, schon seit jeher und ein Dachdeckermeister ist. Und Dachdeckermeister. Nee, darf man jetzt nicht mehr so nennen. Es geht nicht um den Namen, es geht darum, dass das Logo seiner Firma eben eine Darstellung von einem Afrikaner aus dem letzten Jahrhundert ist, mit einem breiten Grinsen, Locken und so riesigen Ohrringen und einem Bassrock, der dann eben das Dach darstellen soll. So dieses, der dumme, dumpfe Afrikaner halt, der Eingeborene. Und es in Kombination mit seinem Nachnamen. Das ist natürlich nicht so geil. Ne? Genau, als er den Dachdeckerbetrieb vor, was weiß ich, 80, 90 Jahren gegründet hat, war das ja vielleicht noch so akzeptabel. Aber jetzt ist es eben schon, kann man sich beleidigt fühlen, auf jeden Fall. Und es gibt es eben, genau, Plakate sogar in der Stadt, so Guerilla-mäßig, die eben, auf denen steht, Rassismus ein Gesicht geben. Dann ist eben dieser, jetzt der Sohn, Herr Neger eben drauf und eben eine Info zu dieser Debatte. Er spielt total runter und sagt, nö, ist Tradition. Na, da gehe ich gar nicht drauf ein. Und ja, aus der Politik kommt da auch nichts. Sie sagen, ja, das ist keine Sache der Stadt, das ist ja betriebsintern, muss das geregelt werden. Genau, finde ich ein bisschen traurig, dass man da so sich nicht positioniert, weil. Ja, lass mal die Pause ganz kurz noch drin, ja. Bitte. Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass von der Politik aus, dass sie nichts sagen, weil der Großteil der Mainzer das halt so sehen. Ja, also auch nicht problematisch sehen. Und ihre Tradition und dieser stadtbekannte Fassenach da eben mehr wert ist als jetzt irgendwelche politische Korrektheit.
Und mit den Leuten wollen sie sich halt natürlich nicht verscherzen. Okay, Persien ist jetzt gerade im Krieg mit Nogai. Das muss ich mir die Kriegsparteien da nochmal angucken. Wer ist da mit Persien? Nogai, Tabaristan und Krim. Könnte gierig werden für Persien. Naja, okay, gut. Pause aus? Jo. Passt. Persische Rückeroberung von Golestan. Golestan. Golestan? Wenn der Güler nicht im Krieg... Wenn der Güler nicht im Krieg ist, dann wird er ganz hibbelig. Ist wie wenn ihr was juckt und er sich nicht kratzen kann. Oh, wow. Ich... Den Revolten hier. Bob und Panik. Denn hier. Ah, wegen der Legitimität. Ja, das ist das halt. Ja, das ist natürlich. Ein Jahr. Das wird eine Revolte werden. Aber okay, die können wir, glaube ich, hinnehmen. Das schafft, glaube ich, das schafft auch 6 Jahre, 5 Jahre. Ja, ich glaube, das schaffen. Okay. Mit Krim sind wir auch im Krieg. Ja, das ist ein etwas größerer Krieg. Hoppla. Das heißt, rein theoretisch sind jetzt die Truppen auf der Krim mit den Truppen hier unten irgendwo am Indischen Ozean im Krieg. Ja, also da ist jetzt einiges im Krieg dabei. Aber ich habe jetzt momentan noch nicht so die mega Ambition, da Persien viel zu helfen. Oh, Afghanistan ist in einer Koalition gegen. Achso, du wurdest gefragt, ob du damit rein willst. Ja, die haben mich dazu gemacht. I see. Ja, bei den delischen Nationalisten. Da mal hinkommen. Pakistan hat Euraten den Krieg erklärt. Okay, dann werden die jetzt hoffentlich endlich mal gleich als Rivalen verstehen. Wir nähern uns der halben Stunde an. Jungs, wenn ihr was machen wollt, dann genau. Geht's schnell. Ja, lass mich das mal gerade nochmal gucken. Ich muss da einen Teil dann wahrscheinlich auch im nächsten Part dann machen. Mhm. Rebellieren lassen. Die multanischen Bauern werden eher das Problem. Dahinsia, Kotma, Galadoaba. Aber ich habe ja noch ganz, ganz viele Vasallen, die mir hoffentlich helfen werden. Und dann sollte das... Ja, nee, sollte gehen. Bist du in den Krieg mit Nogai und Krim gekommen? Ach, über Persien. Ja, zu den Waffen gerufen. Mächtiges Persien. Ja, Persien ist ganz gut. Die haben die Timuriden größtenteils gefressen. Wenn sie jetzt nur ihre 24 Regimenter mal einsetzen würden, um gegen Nogai vorzugehen, dann
könnte da sogar was für die gehen, aber lese da jetzt noch nicht ein, während ich hier noch wollten, wo noch und Löcher habe, da was zu machen. Aber hier muss jetzt erstmal das Coring ein bisschen mehr stattfinden. Ja, Marvin, ich würde es jetzt davon abhängig machen, ob du noch ein Part aufnehmen willst oder nicht. Wir wären ja noch 20 Minuten, ein paar und 20 Minuten hätten wir ja noch. Lass uns das in der nächsten, in der Pause besprechen. Ja, nur wenn er halt dann weg will, dann, weißt du? Irgendwas will er jetzt machen oder nachher. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er macht. Ich will nur warten, bis die Revolte losgeht, damit ich den Strudel aus Fäkalien sehe, in den ich gleich stürzen werde. Kriegst du eine Revolte oder wie? Ein paar Revolten, glaube ich sogar. Ja. Ja, zu Recht. Ich meine, da hast du dich ja ein bisschen übernommen hier. Mit. Ja, das liegt nicht daran. Das liegt daran, weil ich keinen. Also, ich habe momentan einen Herrscher mit 3 Legitimität. Ja, der hat mit 0 gestartet. Und ich hatte ja dieses Ereignis, wo mir 2 Herrscher weggestorben sind hintereinander, also die 2 Erben. Und ich habe ja dann den Schrotterben gekriegt und nicht den guten. Und ich bin ja doppelt bestraft worden. Der vorher, der hatte ja 6-4-5 und der danach hatte halt 3-0 irgendwas und dann noch 0 Legitimität. Ne? Das war halt das Problem. Das war es eigentlich eher. Also es liegt an der Legitimität meines Herrschers. Es liegt jetzt nicht an der Überdehnung oder sonst irgendwas. Ah, das sind sie ja schon. Ja, aber die, glaube ich. Da kriegst du hin, da sieht doch gut aus. Magst du da unten auch noch wegboxen, oder? Hm? Magst du die anderen auch noch wegboxen? Ja, das macht auch noch Eli für mich mit, denke ich. Ah ja. Jaunpur meine ich. Ja, Jaunpur kommt auch noch dazu, dann sind die schon mal gegessen. Okay. Das war easy. Ja, also wie gesagt, dann, ich wollte das davon abhängig machen, ob wir jetzt noch ein Part aufnehmen, ob wir jetzt ansonsten den Part noch 5 Minuten länger machen oder eben nicht, aber. Aber dann können wir dann uns machen wir jetzt Schluss. Ja, und warte noch eine Sekunde. So, die löse ich noch auf. Und dann können wir jetzt den Part. Kannst du ein sauberes Spiel hinterlassen und. So in etwa, ja. Spielstand mehr oder weniger bereinigt. Jawohl, ja. Wunderbar. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Freude. Ja. Servus. Macht's gut und à la vida. Tschüss.